Hallihallo und einen wunderschönen guten Tag. Meine Lieben, herzlich willkommen zu meinem WhatsApp des Septembers. So super viel an Anzahl ist gar nicht los, aber es ist natürlich mächtig was los, denn es kommen tatsächlich nicht zwei Kataloge, sondern ein neuer Katalog und eine neue Broschüre auf den Markt. Neuer Katalog, Mini-Katalog. Der startet am 4. September und meine Kunden haben den alle schon erhalten. Ich habe schon jede Menge Vorbestellungen bekommen. Vielen Dank dafür. Da kümmern wir uns gleich am 4. drum. Am 4. abends mache ich dann auch meine erste Sammelbestellung aus dem Mini-Katalog. Also für diejenigen, die vielleicht erstmal nur eine Kleinigkeit wollen oder so, die können das sehr gerne über meine Sammelbestellung machen. Dann ist das Porto nämlich günstiger. Und für alle, die noch keinen Katalog haben und keine aktive Demo, die können sich den Katalog sehr gerne bei mir kostenfrei bestellen. Ich blende euch mal ganz kurz die E-Mail-Adresse ein. Unter dieser E-Mail-Adresse könnt ihr euch den Katalog anfordern. Einfach eure Adresse mit beischreiben und das war's schon. Oder aber ihr geht auf meine Homepage. Dort könnt ihr unter Bestellungen und dann Kataloge auch direkt anfordern und braucht mir keine handgeschriebene E-Mail schreiben. Da tragt ihr nur eure Kontaktdaten ein, welche Kataloge ihr haben wollt. Und dann geht das los. Dann zeige ich euch mal kurz die neue Broschüre. Denn Stampin' Up! Hat letztes Jahr glaube ich sogar schon. Ich bin mir gerade unsicher. Eine Firma in den USA aufgekauft, wo die Gründerin aus gesundheitlichen Gründen die Firma aufgeben musste. Es bestand ein sehr enger Kontakt und so wurde da ein Deal geschlossen. Es wurde Teile der Firma aufgekauft. Es wurden viele, also diejenigen, die wollten, an Beraterinnen übernommen und sind Demonstratoren geworden. Und so haben wir jetzt wieder ab dem 4. September zu Beginn erst einmal ein kleines Sortiment an Produkten rund um das Scrapbooking. Ich zeige euch das mal eben kurz. Ich blende mal eben rüber. Moment, hier stimmt was nicht. So, nach ein bisschen Gefummel habe ich es jetzt endlich hinbekommen. Also weiter geht's. Das ist die Scrapbooking-Broschüre und diese findet ihr auf meiner Homepage. Die blende ich euch noch mal eben ganz kurz ein. Ich verlinke euch unterhalb des Videos aber auch einen Link zu meiner Homepage und auch hier oben in der Infokarte, die andere Seite, hier oben in der Infokarte könnt ihr dann auch dort direkt draufklicken. Was ganz toll ist, also zwei Informationen. Erstens mal, die Broschüre ist auch ab 4.9. Erhältlich. Findet ihr, wie gesagt, also nein, nicht erhältlich. Die Broschüre könnt ihr euch jetzt schon anschauen. Draus bestellen könnt ihr, genau wie aus dem Mini-Katalog, ab dem 4. September. Viele Produkte hier draus sind abgestimmt auf Produkte des neuen Mini-Katalogs. Das sieht man hier auch ganz gut, die Rentiere beispielsweise. Es sind im Moment, ich blätter hier mal eben durch, einen Moment. Es sind einige Stempelsets hier drin, die sind im Moment alle noch auf Englisch. Die sind separat zu bestellen, also gar kein Problem. Wenn sie euch gefallen, bestellt sie euch mit. Wenn nicht, dann lasst es bleiben, denn im neuen Mini-Katalog haben wir ganz, ganz viele tolle Sprüche, die hier natürlich gut zu passen. Insbesondere, weil sie ja auch auf den Mini-Katalog abgestimmt sind. Das ist mal das eine. Es gibt hier tolle neue Produkte drin. Auch ich als Nicht-Scrapbookerin, ich komme tatsächlich nicht vom Scrapbooking. Ich habe Scrapbooking noch nie gemacht und ich weiß im Moment noch nicht so ganz genau, wie mir das gefällt. Ich muss mir das ein bisschen anschauen und ich muss ein bisschen für mich probieren und schauen, ob ich daran komme. Falls nicht, dann ist das halt so. Falls doch, freue ich mich, habe ich wieder was dazugelernt. Aber auch für mich als Nicht-Scrapbookerin sind hier tolle neue Produkte drin. Beispielsweise diese diese Duo-Farbkartons. Duo-Farbkarton heißt in dem Fall, wir haben Farbkarton in diesem Fall Gartengrün, Aquamarin,
Blutrot und Schwarz. Das ist die eine Seite, unsere altbekannten Farben. Und auf der Rückseite ist die Farbe etwas heller. Gleiche Farbe, nur ein, zwei Nuancen heller. Das heißt, man kann da natürlich ein bisschen mit spielen. Und das ist 12x12 Farbkarton, weil Scrapbooking. Der ist nicht durchgefärbt. Das hat einen Grund. Wenn man den reißt, und das macht man beim Scrapbooking ja gerne, dann sieht man noch eine weiße Kante. Und das gibt natürlich einen schönen Effekt beim Scrapbooking. Deswegen sind die nicht durchgefärbt. Wie gesagt, ihr könnt euch das sehr gerne bei mir auf der Homepage anschauen. Ich weiß tatsächlich noch nicht, ob ich da rankomme. Ich bin nicht so die Fotografin. Wir haben nicht sehr viele Bilder. Also wir haben schon sehr viele Fotos, aber eher auf dem Handy. Wir drucken sowas in der Regel nicht aus. Wer weiß, vielleicht kommen wir ja noch dazu. Irgendwann im nächsten Jahr, so wurde uns zumindest gesagt, wird es die Stempelsets hier drin auch auf Deutsch geben. Das ist jetzt einfach aufgrund der Schnelle der Zeit, wie das eingeführt wurde, hat man gesagt, okay, dann nehmen wir jetzt einfach nur mal die Englischen. Was ganz toll ist hierbei, und ich glaube, ich werde mir eins aussuchen, es gibt sogenannte Scrapbooking-Workshop-Sets. Das heißt, in einem so einen Set ist alles drin, was man braucht, ohne das Stempelset. Und das sieht man hier, das kostet 31 Euro. Da ist Farbkarton im Duo drin, da ist es gibt einen neuen Weißton, nennt sich Weidenweiß, da bin ich gespannt drauf. Designpapier, Aufkleberbogen, Fotoplatzhalter und dann gibt es hierzu speziell abgestimmt noch Zusatzprodukte, weil hier beispielsweise sehr viel Aquamarin drin ist, steht hier das Stempelkissen in Aquamarin noch drin, Blendingpinsel, Flink und Fest, Papierschneider, den haben wir natürlich, alles Papierschere haben wir auch. Aber das sind dann noch zusätzliche Produkte, die man hierzu gebrauchen kann. Ich werde mir eins davon aussuchen und werde da mal ein bisschen mit spielen und mal gucken, ob ich da rankomme. Ich bin da sehr gespannt drauf. Und ja, wie gesagt, das könnt ihr euch bei mir auf der Homepage anschauen. Und zu guter Letzt noch mein DSP Plus Paket. Und da habe ich mir auch überlegt, was nehme ich? Nämlich, ich wollte nichts aus dem neuen Katalog nehmen, denn ich weiß nicht, wie groß der Andrang ist und wie schnell ich das Material bekomme. Deswegen habe ich mir überlegt, ja, ich nehme auch ein Weihnachtspapier, und zwar ein sehr populäres zurzeit, kommt aus den Online-Exklusiv und nennt sich besonderes Designpapier Grün-Goldene Weihnachten. Sehr viele meiner Kunden haben das schon bestellt, weil es ist einfach schön. Und ich habe mir überlegt, ich nehme Weihnachtspapier. Natürlich, im September fangen wir mit dem neuen Katalog wirklich alle spätestens an, zu Weihnachten zu basteln. Und deswegen habe ich das jetzt genommen. DSP Plus Paket, warum heißt es so? Das ist immer quasi ein Viertel Paket, nämlich in der Größe 6x12 Inch und von jedem Design ein Blatt. Und ich zeige euch das mal eben. Das ist halt grün-golden, wie man sieht. Da ist sehr, sehr viel Grün und sehr, sehr viel Gold mit bei. Und die Rückseiten, oh Moment, das ist die goldene Rückseite. Die Vorderseite hat immer das goldene Design. Und die Rückseite oder die Rückseiten sind dann natürlich passend, auch in sehr vielen Grüntönen, aber ohne Golddesign. So sehen dann, Moment, ich fächere das etwas besser auf, so. So sehen dann die Rückseiten aus. DSP Plus Paket heißt es, da ihr zum DSP den passenden Farbkarton dazu bekommt. In diesem Fall sind da drin die Farben Gartengrün, Waldmoos, Olivgrün und Pekannuss. Na, komm her, der will nicht. So. Und als Grundfarbe ist das diesmal nicht weiß, sondern Vanille pur. Das heißt, ihr bekommt im DSP Plus Paket das Designpapier, jeweils 2 Bögen des Farbkartons und 5 Bögen Vanille pur als Basisfarbe. So, jetzt packen wir das mal eben wieder zusammen. Dann habe ich leider, ich bin ja, muss ich kurz erklären, meine Frontkamera ist jetzt ausgefallen, die kriege ich jetzt gerade nicht hier rein, da müssen wir jetzt mal mit leben.
Ich bin mit meinem Büro nach unten gezogen. Nur mein Bastelbereich ist noch oben in meinem Stempelstudio geblieben. Und so kann ich nicht mal eben, wenn ich was vergessen habe, noch mal eben fix was dazu machen. Ich habe meine, ich zeige es euch kurz, meine WhatsApp-Party vergessen. Das hier ist noch die Grafik für August. Die WhatsApp-Party im September findet am 21. September statt. Es wird dazu, oder es gibt dazu auch auf meiner Homepage ein Anmeldeformular wieder. Jeder ist mir sehr herzlich willkommen in der Stempelparty, außer aktive Demonstratoren. Das ist eine reine Kundenveranstaltung. Dort zeige ich euch immer ein Projekt. Ich zeige euch die neuesten Aktionen. Es gibt besondere Aktionen von mir. Die daraus entstehende Bestellung, die Shoppingvorteile dafür werden unter allen Bestellern verteilt. Das Halbpreisprodukt, wenn wir denn eins erreichen, und in der Regel erreichen wir immer eins, wird unter den Teilnehmern verlost. Und es gibt besondere Bestellkonditionen. Das findet ihr aber alles auf meiner Homepage nochmal. So, und da jetzt meine Frontkamera ausgefallen ist und ich die irgendwie nicht mal eben so schnell wieder reinkriege, keine Ahnung, was hier gerade mit der Technik los ist, aber da komme ich noch wieder hinter, verabschiede ich mich jetzt nur mit meinen Händen bei euch. Normalerweise würde ich jetzt immer noch auf die Frontkamera umschalten. Und würde sagen, wir sehen uns hoffentlich im nächsten Video wieder. Bis dahin, ciao, ciao.